Vivien, erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg 4:2 gegen Eintracht Frankfurt. Wie fühlst du dich gerade? Ja, super. Also ich glaube, besser hätte es nicht sein können. Das Stadion war überragend. Auch unsere Fans waren da. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Die 3 Punkte nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit. Für dich war es der erste Startelf-Einsatz in der Bundesliga. Erzähl mal, wie war es, als du davon gehört hast und wie war es auf dem Platz? Ja, auch da. Es macht einfach unheimlich viel Spaß, mit der Mannschaft zusammen auf dem Platz zu stehen, mit der Mannschaft zu fighten, mit der Mannschaft Siege zu feiern. Und ja, es macht einfach unfassbar Spaß. Wie zufrieden bist du mit deiner eigenen Leistung? Ja, ich sag mal so, es geht immer besser. Also zufrieden ist man eigentlich nie. Aber ich glaube, so heute war es einfach eine super Teamleistung im Großen und Ganzen. Und deshalb bin ich auch zufrieden. Alles gut. Super, vielen Dank dir. Gerne. So, herzlichen Glückwunsch zum Sieg 4:2 gegen Eintracht Frankfurt. Wie zufrieden bist du mit eurem Spiel? Ja, ich glaube, es war einfach sehr wichtig, dass wir hier die 3 Punkte mitnehmen. Wir wussten, dass es ein intensives Spiel wird, ein umkämpftes Spiel. Und ich glaube, wir sind super stolz, dass wir uns dafür belohnt haben, für die Arbeit in der Vorbereitung und dass wir es jetzt einfach auf den Platz gebracht haben. Jetzt bist du zu einem, ich sag mal, etwas schwierigen Zeitpunkt reingekommen. Ihr habt dann relativ schnell sozusagen, ist dann die Eintracht wieder in Führung gegangen. Wie war es dann für euch? Wie seid ihr damit umgegangen? Ich glaube, uns war klar, es gibt nur ein Gas und dass wir jetzt einfach drücken müssen. Und ja, dann haben wir das 2:2 relativ schnell gemacht und ja, dann lief es für uns, sage ich mal. Genau, dann lief es für uns und dann lief es ja vor allen Dingen auch für dich. Erzähl mal, was ist dir da durch den Kopf gegangen, als du da auf den Frankfurter Kasten zugelaufen bist? Ja, ich habe einfach den Raum gesehen und dachte, ich ziehe einfach mal ab, weil die Kette sich auseinanderziehen hat lassen und dann war der Raum frei. Und es hat funktioniert, was ja umso besser ist. Super, vielen Dank dir. Danke. Tommy, Glückwunsch zum Sieg. Wie zufrieden bist du mit der Leistung deiner Mannschaft heute? Sehr zufrieden, weil es wirklich kein einfaches Spiel war. Aufgrund der Länderspielpause vorher, der wenigen Zeit, die wir auch beide Vereine im Vorlauf hatten. Von daher haben wir mit einem wildes Spiel gerechnet. Und sich dann durchzusetzen, ist wirklich überragend. Für Vivien Endemann war es heute der erste Einsatz in der Startelf. Vielleicht ein Wort zu ihr? Ja, komplett auch sich erarbeitet, mit den ersten Eindrücken auch schon bei uns. Hat wirklich über eine lange Spielzeit dann eben auch wirklich ihre intensiven Läufe drin gehabt, ihre Aktionen dazwischen gehabt. Von daher, ja, sehr froh, dass sie heute auf der Platte stand.